Hey KCC Kids, herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst. Ich bin Tobi und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin Katrin. Richtig cool, dass ihr heute wieder mit uns Gottesdienst feiert. Wir befinden uns heute in Woche 5 von unserer Serie, in der es um einen Mann namens Mose geht. Yes. Und heute ist schon die letzte Folge. Oh. Aber wir haben bisher schon richtig viel über das Leben von Mose gehört, was er erlebt hat und wie Gott immer bei ihm war. Und auch heute werden wir wieder eine richtig coole Geschichte hören. Ja, genau. Heute lernen wir, wie wir das Richtige tun können, wenn wir Gottes Regeln folgen. Wir werden nämlich Gottes Regeln kennenlernen, indem wir uns mit den 10 Geboten befassen. Die 10 Gebote sind nämlich die wichtigsten Regeln, die sich Gott wünscht, dass wir sie tun. Aber bevor wir damit anfangen, habe ich auch heute wieder eine Frage mitgebracht für euch. Okay. Seid ihr bereit? Klar, immer. Wenn ihr in der Schule eine Regel aufstellen könntet. Oh, cool. Welche Regel würdet ihr aufstellen? Hast du eine Idee, Tobi? Klar habe ich eine Idee. Da fallen mir so viele ein. Aber ich glaube, ich würde die Regel aufstellen, dass die Pause immer so lange geht, wie man will. Boah, das ist eine coole Regel. Das würden sicherlich ganz viele von euch auch so machen. Manchmal ist es richtig cool, Regeln aufzustellen. Aber sie zu befolgen, ist echt schwierig. Ja. Ich finde manche Regeln auch richtig doof. Aber heute lernen wir richtig gute und sinnvolle Regeln. Denn die Regeln sind von Gott und stehen auch in der Bibel. Denn Gott will immer nur das Beste für uns und weiß, was zu tun ist. Deswegen, wenn wir mal nicht weiter wissen, können wir einfach auf Gottes Regeln hören. Genau, und heute lernen wir die 10 Gebote besser kennen, indem wir uns die Geschichte von Mose angucken, wo Mose in der Wüste ist und mit Gott durch die Wüste zieht. Genau, das wird richtig spannend. Aber bevor wir damit anfangen, lasst uns Gott noch einmal richtig loben und zusammen beten und für ihn singen. Yes. Fangen wir an mit dem Gebet. Lieber Gott, wir danken dir, dass du immer bei uns bist und dass du uns so sehr liebst, Herr. Yes. Danke, dass du einfach einen richtig guten Plan für jeden von uns hast und weißt, was das Beste für uns ist. Herr, wir bitten dich, dass wir heute wieder richtig viel Spaß gemeinsam haben dürfen und zusammen deine Regeln lernen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Richtig cool. Und zum Anfang des Gottesdienstes sing und tanzen wir noch ein Lied. Los geht's. Weiter als die Himmel ist deine Liebe. Nicht mal an den Wolken hört deine Treue.
Hey Freunde, wir freuen uns und wir lieben es, mit euch Spaß zu haben, gemeinsam Spiele zu spielen und einfach zu lachen. Und deswegen sind wir wieder zurück zu unserer Game Show. Richtig cool. Katrin, haben wir heute auch wieder ein Spiel vorbereitet, wo die Kinder mitmachen können? Genau, heute könnt ihr richtig gut von zu Hause aus mitmachen. Cool. Denn wir spielen das Spiel Simon sagt. Kennt ihr das? Lass es mich kurz erklären. Und zwar geht es auch darum, Regeln oder Befehle zu befolgen. Mhm. Ich werde etwas sagen und ihr und Tobi, ihr müsst das zusammen nachmachen. Aber schaffen wir das? Ihr müsst es nur machen, wenn ich vorher sage, Simon sagt. Ansonsten nicht. Okay. Also lasst uns ein Beispiel machen. Ich sage zum Beispiel, Tobi, lach mal. Aber wenn ich sage, Simon sagt, hüpft auf einem Bein. Dann mache ich das. Genau, sehr gut. Alle verstanden? Klar. Dann lasst uns loslegen. Also, Simon sagt, geht mit der Zunge an euren Ellenbogen. Wenn Simon das sagt, geht aber nicht. Ganz schön schwierig. Ja, ich krieg das nicht hin. Bekommt ihr das besser hin? Okay, lass uns was anderes versuchen. Okay. Wie wär's, hüpft wie ein Frosch? Nee, hat nicht Simon gesagt. Aber Simon sagt, bewege dich wie ein Affe. Sehr gut. Okay, was kommt als nächstes? Simon sagt, spiele Luftgitarre. Nicht schlecht. Und wie wäre es, wenn du mal mit deinen Augen zwinkerst? Aber Simon sagt, drehe dich zweimal im Kreis. Puh, jetzt verschwindet. Richtig, richtig gut. Alles, was Simon gesagt hat, habt ihr gemacht. Richtig cool. Das hat so viel Spaß gemacht, mit euch das Spiel zu spielen. Und lasst uns jetzt gemeinsam noch mehr von den 10 Geboten lernen, indem wir die Bibelgeschichte Mose in der Wüste schauen. Geschichten aus der Bibel. Mose in der Wüste. Das ist Mose. Ein Israelit, der in Ägypten geboren wurde, zu einer Zeit, in der israelitische Jungen nicht leben sollten. Mose hingegen wurde im Palast des Pharaos groß, der das Volk Israel versklavte. Als Mose aufwuchs, machte er einen großen Fehler. Deshalb floh er aus Ägypten in das Land Midian. Viele Jahre später rief Gott Mose zurück nach Ägypten, um sein Volk mit Hilfe seines Bruders Aaron zu retten. Nachdem Gott seine übernatürliche Macht in Ägypten gezeigt hatte, führte er die Israeliten durch das Rote Meer und in das verheißene Land. Sie folgten Gott, der sich bei Tag als Wolke und bei Nacht als Feuer zeigte. Während Gott sie durch die Wüste führte, wurden die Israeliten durstig und hungrig. Sie beklagten sich bei Mose und Aaron und sagten, wenn wir nur in Ägypten gestorben wären. Gott antwortete Mose, dass er für sein Volk sorgen wird. Jeden Morgen fanden sie Manna für den Tag. Und jede Nacht gab Gott ihnen Fleisch. Doch die Leute waren immer noch hungrig und durstig und wütend auf Mose und sagten, hast du uns hierher gebracht, damit wir hier verdursten? Da rief Mose zu Gott und Gott befahl Mose, den Felsen zu schlagen und Wasser floss heraus, damit das Volk trinken konnte. So sorgte der Herr für die Bedürfnisse seines Volkes. Nachdem sie 3 Monate lang in der Wüste unterwegs waren, kamen sie zum Berg Sinai und Gott rief Mose zu sich auf den Berggipfel. Dort sprach Gott zu Mose über die Zukunft seines Volkes und erinnerte ihn an die Wunder der Vergangenheit. Nach 3 Tagen gab es Donner und Blitz. Und eine dicke Wolke bedeckte den Berg. Die Menschen hörten lautes Trompetengetöse. Mose führte das Volk an den Fuß des Berges, damit sie Gott begegnen.
Gott sagte ihnen, wie das Volk leben sollte und wie sie ihn ehren und einander respektieren sollten. Die Israeliten hatten selbst gesehen, dass Gott vom Himmel aus zu Mose gesprochen hatte. Diese Regeln, die Gott ihnen gesagt hatte, werden die 10 Gebote genannt. Die Israeliten ehrten Gott, da er sie mit großer Macht aus der Sklaverei herausgeführt hatte und in der Wüste für sie sorgte. Hey, was für eine coole Geschichte! Wir haben gehört, wie Gott Mose und Aaron rief, um sie auf den Gipfel des Berges zu treffen. Und dort hat er ihnen von den 10 Geboten erzählt. Ja. Und es ist richtig cool, dass wir uns immer auf diese Regeln berufen können, wenn wir mal nicht wissen, was wir tun sollen. Genau, und lasst uns jetzt lernen, die Regeln und die 10 Gebote von Gott zu befolgen, indem wir mehr von Franze hören. Heute sehen wir uns die Gebote an, die Mose direkt von Gott bekommen hat. Nachdem das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt war, ging Mose auf einen Berg, das war der Berg Sinai, um mit Gott zu sprechen. Dort oben gab Gott ihm die 10 Gebote. Diese 10 Gebote sollten den Israeliten helfen, ein gottgefälliges Leben zu führen. Und sie gelten aber auch heute immer noch für uns. Diese Gebote oder auch Regeln verbieten zum Beispiel ganz große Sachen wie Mord oder auch Diebstahl, aber auch ganz alltägliche Sachen wie, dass wir die Wahrheit sagen wollen und dass wir unsere Eltern ehren. Die Israeliten hatten ihr ganzes Leben lang in Sklaverei verbracht. Sie lebten in der Unterdrückung von den Ägyptern und ja, dann waren sie auf einmal frei und auf einmal war ihnen die Entscheidung offen, sich dafür zu entscheiden, eben Gott zu gehorchen. Und wenn wir uns so die Geschichte anschauen, dann sehen wir schon immer wieder, dass die Israeliten auch öfters mal sich vielleicht nicht so toll verhalten haben. Und sie gingen also so durch die Wüste und waren ganz viel am Nörgeln, hatten ganz viel Hunger und Durst und waren irgendwie nie zufrieden. Aber seien wir jetzt mal ehrlich, bei uns ist das oft nicht viel besser. Wir zweifeln ständig an Gottes Plan und halten uns nicht so richtig an die Gebote. Und ja, meistens denken wir sowieso, wir selber wissen ja eigentlich, was besser für uns ist und haben unseren eigenen Plan und setzen den dynamisch um und ja, machen das aus unserer eigenen Kraft heraus. Aber das ist keine gute Art zu leben, weil wir dann irgendwann merken, dass wir erstmal keine Kraft haben. Und sich auf uns selbst zu verlassen, dann werden wir auch irgendwann vielleicht egoistisch. Wenn wir aber Gott folgen, dann gibt er uns Kraft und diese Kraft befreit. Er, ja, gibt uns Kraft für die Dinge, die wir vielleicht gerade nicht so verstehen und wo wir selber keine Kraft haben. Und er setzt uns davon frei und er möchte, dass wir seine Regeln also befolgen, nicht weil er uns was auferlegen will, was er uns was Böses tun will oder was vorgeben will und vorschreiben möchte, sondern weil er uns liebt, weil er will, dass wir das beste Leben leben, was wir ja leben können und weil er uns dabei helfen möchte. Ja, und manchmal wissen wir ja nicht so genau, was ist jetzt das Richtige, was soll ich jetzt tun und es tut so gut zu wissen, dass wir uns da immer wieder auch an Gottes Gebote erinnern können. Und ja, das hilft uns auch, Gott immer näher kennenzulernen. Die Geschichten in der Bibel, die bereiten uns eigentlich ganz gut auch immer wieder darauf vor, unser eigenes Leben zu leben und Gott näher zu kommen. Wir wollen ja eigentlich auch nicht unbedingt so undankbar sein wie die Israeliten in der Wüste, sondern wir wollen ein dankbares Leben führen und wir wollen glücklich sein und unbesorgt in die Zukunft schauen. Denn Gott sorgt für uns. Wenn wir also den Geboten befolgen, dann wächst unser Vertrauen zu Jesus. Diese Gebote werden uns auch dabei helfen, den Plan, den er für unser Leben hat, ja zu folgen. Versuchen wir also mal in dieser Woche die 10 Gebote, ja, uns immer wieder daran zu erinnern und keiner von uns, das, ja, sagen wir jetzt mal ehrlich, keiner wird die 10 Gebote komplett perfekt erfüllen können. Aber wir können unser Bestes geben, weil wir wissen, dass Gott sein Bestes schon für uns gegeben hat. Wir dürfen also ganz ohne Furcht gehorsam sein, in Freiheit uns an die Dinge halten, die er uns ja, schenkt als Geschenk für uns.
Ich hoffe, ihr hattet heute wieder richtig viel Spaß. Ich hoffe, euch hat die Bibelgeschichte gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Ihr konntet hören, ja, dass es so gut ist, dass wir unser Bestes geben wollen, den Geboten einfach zu folgen und dass die Gebote was Gutes für uns sind. Gott liebt uns so sehr, dass er ja das Beste schon für uns gegeben hat und er will jeden Tag uns das Beste geben. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht, aber ich möchte dich einfach ermutigen, einfach wenn du magst, einfach nochmal neu diese Liebe anzunehmen, diesen Plan anzuleben, den Gott für dein Leben hat. Wenn du das entschieden hast, dann möchte ich dich ermutigen, einfach mal kurz deine Hand zu heben und mit mir zu beten. Richtig klasse. Dann machen wir das jetzt so, ich bete einfach vor und du kannst einfach nachbeten. Und wir alle beten dann gemeinsam. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir alles vergibst, was ich so falsch mache. Danke dir, dass du mein Freund und mein Retter bist. Jesus, ich vertraue dir. Ich möchte dir folgen mein Leben lang. In Jesu Namen, Amen. Mega, das ist echt die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Lasst uns jetzt zum Abschluss nochmal alle gemeinsam ein Lied singen und Gott so richtig loben. Oh ja, und wir freuen uns, euch nächste Woche wiederzusehen, um mit euch gemeinsam in die neue Serie zu starten. Das wird richtig, richtig cool. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.
bist gut, du bist gut, deine Liebe hat kein Ende, Ende, Ende. Du bist gut, du bist gut, du bist gut, du lässt mich nie allein, du lässt mich nie allein.